keins. Links ist eins. Boah, man kann ja hier bei den Haken immer hin. Okay, das wussten die wahrscheinlich auch nicht. Bastius Keksus, Digga, 1000. Aber hier, guck mal, hier ist doch die Tür aufgegangen. Wo musste man denn da lang gehen? Jetzt haben wir bestimmt ein paar Truhen vergessen. Kick mal in die Lava rein. Ach so, der ist aufgegangen. Ja. Nee. Okay. Haben wir das auch erklärt? Guck mal, hier bist du. Du hast zwei Paar Hosen. Ja. Nee, das sind Rüstungen. Als Hose. So. Hilfe. Oh, wie ich mich erschrocken. Pass auf, Seil. Kann man auch jetzt geil von unten befeuern, ne? Ja. Ah, warte. Wahrscheinlich muss man hier das zweite auch anmachen. Hier sind aber mehrere Feuerspender. Gibt es hier irgendwie die Möglichkeit? Warte, ist hier irgendwo ein... ein Lüftungsschacht? Nee. Ah, hier bin ich. Hose. Oder ist das wieder irgendein Code, den man... Sollen wir mal ganz dämlich über die Trittplatten? Ach, über die Stolperdrähte? Moment. Muss man hier irgendwo vielleicht hoch? Ne. Ich guck gerade, ob dieses Bild, was wir am Anfang gesehen haben, mit diesen Seerosen und Rahmen, ob das jetzt einfach nur ein Bild war, oder gehe ich mir schon fast voll aus? Das ist kein Text darunter, ne? Ich glaube, Moment, hier ist ein Knopf im Mund. Ah, okay. Okay, wir müssen wahrscheinlich alle anmachen, einfach. Ja. Nichts. Ah! Wo sind wir gerade drüber gestoßen? Oh Mann. Lilypads sind hier drin. Hä? Wir haben wohl irgendwie Alarm ausgelöst. Ah gut, aber zumindest kann man jetzt zurück. Das fand ich jetzt aber komisch, weil ich habe kein Klicken gehört. Nee, okay, ich wollte hier mal drüber schauen. Ah doch, hier bin ich. Ja, doch, ich bin hier rüber gerannt. Okay. Ja, sorry, dann war es meine Schuld. Müssen wir hier vielleicht... guck mal, hier sind gelb, rot. Das kann ja nicht alles sein. Lass uns mal entweder zusammen rot drücken oder zusammen gelb, jeweils auf der anderen Seite. Ich drück mal gelb. Eins. Okay, jetzt versuch mal rot. Das ist bestimmt wieder irgendein Code. Ah, hier unten ist der Knopf. Ja, okay. Okay, so, jetzt können wir hier rüber. Oh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was geht denn hier los? Sieht aus wie eine Winzerei oder irgendwas. Sofort versucht man hier rumzuspringen. Hey, hier ist ein Kabel. Oh, ja. Oh. Hab ich gesehen. Im Ofen ist nichts. Ich habe bislang keinen Clay mehr gesehen. Entweder war das nur für das Rätsel wichtig? Oder... ich glaube, Moment, warte. Also mein erster... ich weiß. Mein erster Gedanke ist ja immer, ist hier irgendwo ein Lüftungsschacht. Ja. Ah, zum Glück haben die das hier so mit... das, ich wette, man kriegt jetzt dadurch irgendwie weniger Score oder so. Oh ne, hier müssen wir rein. Ne, warte, hinten. Die haben sich auch geöffnet. Zumindest eine Doppeltür. Hier vor dir ist einer. Also ich glaube, man muss hier irgendwie springen. Ja. Ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Hier hoch. Wie bist denn du da weiter? Hier hin. Das schafft man. Da. Oh ja, tatsächlich.
Tatsache, Tatsache. So, jetzt wo weiter? Ist hier irgendwo ein Knopf Shit. Bei den Pflanzen? Ich glaube, ich weiß wo. Ah, da hinten ist auf jeden Fall eine Truhe. Bei den Pflanzen. Die ist leer. War es vielleicht eine Redstone-Truhe? Kann ich jetzt nicht sagen. Ja, ich bin echt doof zum Rennen. Die schwebt. Ah ne, das Tor schwebt nicht. Du brauchst auch nicht zu den Pflanzen, glaube ich. Boah, da habe ich mal echt mal Bock drauf. Eine Adventure Map. Also diese Map ist. Jetzt storytechnisch ist ja jetzt nicht unbedingt das Ausgereifteste, weil. Ja, es ist. Ah, da ist ein Knopf oben. Oh, ich habe nichts gesehen. Hier. Ey. Verdammt, ich habe Halle ausgelöst. Ne, warte. Lido, Lido, Lido. Ah, verdammt! Lass mich nochmal bitte fangen. Ich bin jetzt gerade nur durch das Ding gerannt und jetzt bin ich in diesem Raum. Du hast mich eingesperrt. Ja, Moment. Löse bis Alarm. Ja, ich habe geguckt, ob die alten Stolperdrähte, die lösen keinen Alarm aus. Ja. So. Wir müssen einzeln über die Trittplatte, weil sonst. Geh. Sonst lässt man sich da einsperren. Weißt du, wo das Gefängnis ist? Ich hab nämlich gerade deinen Namen gesehen und das ist jetzt rechts. Ja, irgendwo rechts da ist so eine Kamera wahrscheinlich. Also lustige Idee alles. Und ich habe jetzt gar nicht zu Ende geredet. Ich hätte mal so richtig Bock auf eine schön ausgeklügelte Adventure-Map, die wirklich... Ich bin auf Style gefallen. Die, die so einen Einbruch macht. Das hier ist zwar alles schön und gut, aber ich finde es noch nicht so ganz ausgereift. Da kann man bestimmt noch einiges rausholen, aber die Idee, wie das so vom Grundprinzip alles ist, so dass man auch mal die Laserfallen wieder aktiviert und so einen ganzen Käse, das macht es unglaublich dynamisch, finde ich. Ich weiß nur nicht... Ah. Wo ist der Knopf? Da hinten. Endlich, ihr habt es in den letzten Raum geschafft. Jetzt schnappt euch das... Ah, Vorsicht! Jetzt schnappt euch das Ei. Der Käfig wird irgendwo am Sockel geöffnet. Es muss in der Verzierung versteckt sein. Okay. La. So, beim letzten Raum... Oh, hier ist ein Schädel, hier ist ein Schädel, hier ist ein Schädel. Ja, ein Drachenkopf oder so? Ein Riesenhuhn. Nichts beschriftet. Guck, auf jeden Fall nicht, das war irgendwo. Aber wahrscheinlich irgendeinen Knopf drücken. Wahrscheinlich ist jeder Knopf... vereinzelt ein Alarm. Ich drück einfach mal hier den. Wahrscheinlich der an der Vorderseite. Nee. Hä? Mehrere gleichzeitig? Guck mal, hier ist ein Loch im Glas. Ja. Lass mal mehrere Knöpfe gleichzeitig drücken. Wohin sollen wir denn rennen? Im Kreis! Okay. Batman hat euch erwischt. Nein! Was? Ich kapier's nicht. Das ist eine Betthöhle. Guck mal, hinter dir ist das Bettzeichen. Achso. Oh Gott, okay. Also man sollte gefangen werden, aber nicht von der Polizei, sondern... vom Batman. Rest der unbenannten Gegenstände. Wir haben es wohl nicht ins Museum geschafft. Okay. Vielen Dank fürs Spielen, sagt Erea. Hier eure Belohnung. Naja, das sind die ganzen Kekse. Hä? Kekse, 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 Kekse. Hier ist Fleisch drin noch. Bacon ist das. Okay. Okay, ja, das war jetzt ein ziemlich abruptes Ende. Ich weiß jetzt auch nicht, wodurch wir das ausgelöst haben. Ob man da einfach nur irgendwie viel drücken musste. Zwei Knöpfe gleichzeitig. Ja. Die Idee das fand Konzept ich ist mega super cool. Ich glaube, das gibt es so gar nicht. Ich hätte da auch mal irgendwann mal Bock, vielleicht selber mal irgendwie sowas zu erstellen. Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall sehr viel Inspiration hervorgerufen bei mir.
An manchen Stellen war es noch ein bisschen haprig mit der Umsetzung. Aber ansonsten. Oder so Kleinigkeiten, wie dass die Trittplatten in alten Räumen nichts gemacht haben, nachdem die wieder reaktiviert worden wären. Sind alles so Kleinigkeiten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das flackernde Licht, was wir am Anfang erwähnt haben, das wäre, glaube ich, auf dem Klo gewesen. Kann das sein? Keine Ahnung. Ist egal. War links. Auf jeden Fall eine sehr innovative Map. Ich habe sowas noch nie irgendwie gesehen, dass es das überhaupt in Minecraft gibt. Von daher wunderschön gemacht. Und das war's von uns. Tschüss.